Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von In.Vinyl.Veritas. Und heute habe ich euch eine Kultscheibe aus den späten 70er Jahren mitgebracht. Ich halte es mal gleich in die Kamera. Und zwar von der Band Supertramp, das Album Breakfast in America aus dem Jahr 1979, um genau zu sein, im März 1979 erschienen. Bevor wir aber einsteigen, wie immer, denkt dran, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das mal am besten gleich. Drückt den Button fürs Abonnieren und ein Gefällt mir würde mir natürlich auch sehr gut gefallen. Aber jetzt steigen wir ein, Breakfast in America mit Supertramp. Viel Spaß! Ta-ta-ta-ta! Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, bin ich kein Supertramp-Fan. Das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber diese Band war nie so einer meiner Favoriten gewesen. Natürlich hat man sich mal irgendwann eine Best-of-Scheibe zugelegt, damals als CD noch. Aber ich habe jetzt vor kurzem erst, hat mich jemand auf dieses Album gebracht, Breakfast in America, weil es doch mit etwa 20 Millionen verkaufter Scheiben wohl das erfolgreichste Album von Supertramp ist, aber auch eines der erfolgreichsten Alben überhaupt in der Popgeschichte. Und ich habe mir dann mal über den Streamingdienst dieses Album mal in aller Ruhe angehört. Einige Songs kannte ich natürlich schon, das Album ist ja gespickt mit Hits. Aber ich kannte nicht alle Songs und wenn man das Album so im Ganzen durchhört und vor allem auch mal die Songs anhört, die man bislang gar nicht kannte oder nicht bewusst kannte, dann muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich mein Urteil über die Band etwas revidieren und ich habe mir dann auch postwendend die Scheibe hier zugelegt, Supertramp Breakfast in America. Das ist keine Originalpressung, das ist ein Re-Release aus dem Jahr, ich glaube 2018 oder 2019. Schau gerade, ob das draufsteht, steht gar nicht da, aber ist egal. Ist in 180 Gramm Vinyl, werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Und um dieses Album soll es jetzt gehen, aber jetzt steigen wir erstmal ein, wer ist eigentlich Supertramp überhaupt? Ja, Supertramp ist eine britische Band, die sich 1969 gegründet hatte und eigentlich so ein bisschen eine Progressive Rock Band sein wollte und das am Anfang auch war. Aber wie das immer so ist mit so Progressive Rock Scheiben oder Progressive Rock Musik, ist halt nicht unbedingt eine Musik, wo man jetzt in den Charts auf Platz 1 kommt oder wo man eben sehr viel Geld macht. Die beiden Köpfe der Band, das ist einmal Rick Davies mit seiner rauen Stimme und dann natürlich Roger Hodgson, der mit der hohen Falsettstimme so ein bisschen dagegen arbeitet. Das waren die beiden, ich sag mal, Lennon McCartneys von Supertramp. Die Beatles hatten sich natürlich auch zum Vorbild genommen. Aber eigentlich gelang der Band der Durchbruch erst im Lauf der 70er Jahre und ich sag mal, der richtige Knaller kam dann tatsächlich im Jahr 1979 mit dem Album, um das es heute geht, Breakfast in America. Roger Hodgson übrigens ist 1983 schon aus der Band ausgestiegen und die Band konnte dann auch nicht mehr an die Erfolge dieser Zeit anknüpfen. Also das, was die beiden abgeliefert haben, das war schon allererste Sahne. Supertramp gibt es heute noch, aber in einer anderen Besetzung, aber da müssen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Ja, kommen wir zum Album selbst. Das Album wurde im Jahr 1978 eingespielt und wie gesagt, im März 1979 wurde das Album dann veröffentlicht, Breakfast in America. Es ist natürlich nicht nur musikalisch ein äußerst spannendes Album, nein, es hat auch ein fantastisches Cover. Und bevor wir auf die Musik eingehen, wollen wir erstmal einen Blick auf dieses sensationelle Cover werfen. Ja, das Cover zeigt zunächst einmal Manhattan, also wie wenn man jetzt mit dem Flugzeug auf Manhattan reinfliegt
Und wir sehen also im Vordergrund diese lächelnde Dame, die so ein bisschen die Pose von der Freiheitsstatue einnimmt. Aber natürlich hält sie nicht die Siegesfackel der Freiheitsstatue in ihrer Hand. Nein, sie hält ein Orangensaftglas in der Hand und gibt sich damit quasi, als eine Bedienung in einem Café zu erkennen. Und in der linken Hand hält sie die Speisekarte, wo einfach draufsteht Breakfast in America. Und wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, dann ist Manhattan selbst auch dargestellt mit lauter Salz- und Pfeffersteuern, Kaffeekannen und so weiter. Also alles, was zu einem amerikanischen Frühstück dazugehört. Ganz originell gemacht. Interessant natürlich auch, wir sehen noch die beiden Zwillingstürme, die Twin Towers, die ja 2001 bedauerlicherweise diesem Terroranschlag zum Opfer gefallen sind. Aber 1979 waren die natürlich noch da, sogar erst relativ neu. 1976, soweit ich weiß, wurden die Zwillingstürme eingeweiht. Ja, wenn wir uns die Rückseite vom Plattencover anschauen, die Rückseite zeigt uns ein Foto, wo die Band tatsächlich in einem Kaffeehaus, in einem amerikanischen Sitz. Allerdings ist das Foto nicht in New York entstanden, sondern in Los Angeles. Und wir haben auch wieder die Bedienung, die wir auf der Vorderseite schon gesehen haben beim Cover. Ja, und dieses Lokal, in dem das Foto entstand, das nannte sich Bird's Mad House. Das Lokal gibt es nicht mehr, das Gebäude wurde abgerissen. Aber interessanterweise haben die Bandmitglieder, das ist natürlich typisch für eine britische Band, Tageszeitungen in der Hand, nicht aus Amerika, sondern aus ihrer britischen Heimat. Also wir sehen da zum Beispiel die Oxford Times, um nur mal eine zu nennen. Und auf dem Tresen steht tatsächlich eben ein original amerikanisches Frühstück. Also vorne sozusagen auf dem Frontteil des Covers so ein bisschen symbolisch verklärt das Breakfast in America und hinten dann ein echtes Breakfast in America auf dem Cover. Das Inlay, das wir also innen in der Platte finden, wo die eigentliche LP eigentlich drin ist, zeigt uns zunächst einmal die Texte zu den einzelnen Songs. Und wir haben auch die Besetzung aufgelistet. Rick Davis, Roger Hodgson, die beiden habe ich hier schon erwähnt. Dann John A. Halliwell, Dougie Thompson, Bob C. Benberg und Russell Pope. Das waren also die Besetzung, wobei Russell Pope der Sound Engineer war, wird aber hier auch mit aufgelistet. Und wir finden dann eben auf Vorder- und Rückseite jeweils die Texte zu den Songs. Ja, was ist zu den Songs zu sagen? Ich habe es vorhin schon angedeutet, wir haben es hier mit einer wirklichen Ansammlung von Hits aus dieser Zeit zu tun. Und wer Supertramp kennt oder sich auch ein bisschen in der Musik der späten 70er, 80er Jahre zu Hause ist, der kennt natürlich die Songs und die waren ja auch als Single-Auskopplung sehr, sehr erfolgreich. Da ist natürlich zum einen mal der Logical-Song zu nennen. Dann natürlich der Titelsong des Albums Breakfast in America, eine ganz, ganz steige Nummer. Vor allem, weil hier auch Instrumente eingebaut werden, die eigentlich eher untypisch sind für so ein Album. Zum Beispiel Klarinette kommt vor oder eben auch das Saxophon. Saxophon war zwar in der Rockmusik jetzt kein unbekanntes Instrument, gab es ja schon in den 50er Jahren. Aber für die Zeit Ende der 70er war also die Verwendung eines Saxophons und natürlich auch einer Klarinette extrem ungewöhnlich. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend, but never seemed to get along. Auf der Seite 2 finden wir einen weiteren absoluten Supertramp-Klassiker. Take the Long Way Home. Also ganz, ganz toller, eigenartiger Sound. So you think you're Romeo, playing a part in a picture show. Well, take the long way home. Take the long way home. Weniger bekannt, aber wie ich finde, ein toller Song ist der Song Lord, Is It Mine? Also ein Gospel-Song oder zumindest ein Song mit christlichem Bezug. Der eine wunderbare Ballade darstellt und auch wunderschön gesungen ist. Für mich auch ein Highlight auf diesem Album. Show me there's a silent place that I can
Und ich habe vorhin von den etwas unbekannteren Songs gesprochen, die ich persönlich eben so nicht kannte und mein Bild von Supertramp damit ein bisschen revidieren musste. Und da möchte ich für mich persönlich so ein bisschen das Highlight auf dem Album mit. Und ja, und das kann durchaus auch aus meiner Sicht zumindest mithalten mit den ganz großen Krachern, die diese LP zu bieten hat, ist der letzte Song auf der Scheibe drauf. Und der Song heißt Child of Vision. Ich kannte diesen Song überhaupt nicht. Ist ein toller Song, ein toller Sound, hat eine sehr, sehr lange Spieldauer. Und ich werde jetzt mal einfach einen Ausschnitt euch ein bisschen einspielen. Ich hoffe, dass jetzt nicht wieder die Urheberrechtsverletzung angezeigt wird. Wenn es so wäre, dann bitte ich um Verständnis, wenn an der Stelle der Sound jetzt nicht kommt. Ansonsten drücke ich die Daumen, dass das jetzt klappt. Wenn das Video gerendert ist, dann ist es immer zu spät, dann hat man es draufgesprochen. Deswegen sage ich jetzt gleich dazu, weil das letzte Mal kamen Anfragen, ich hätte das falsch geschnitten, weil da die Musik nicht zu hören ist. Nein, ich schneide nicht falsch, sondern dann hat YouTube bei der Überprüfung, bevor das Video online geht, wird ja eine Überprüfung durchgeführt. Und dann hat YouTube eben eine Urheberrechtsverletzung festgestellt. Das ist bedauerlich, aber das kann man eben nicht ändern. Aber ich hoffe, dass das jetzt bei Child of Vision nicht der Fall ist. Und mit diesem Song werde ich euch sozusagen ja entlassen und kann euch dieses Album nur wärmstens empfehlen. Es lohnt sich, diese Platte zu hören. Sie ist wunderbar, späte 70er Jahre. Wer diesen Sound mag, Supertramp, ein tolles Album. Und ich bin auch durch diese Platte zum Supertramp-Fan geworden, zumindest von dieser Scheibe Breakfast in America. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende, alles Gute, ciao und servus, euer Gerd.